Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. In der letzten Folge sind wir Champion der Arena geworden und jetzt sind wir es immer noch. Und wir werden jetzt, irgendwas hier, die schmeißen wieder die Leute ins Wasser, weil sie es können. Ich kann es leider nicht, ich will da auch nicht runterspringen, sonst bin ich bestimmt tot. Wir werden jetzt erstmal auf die Map gucken und uns mal anschauen, was wir überhaupt so zu tun haben. Hier gibt es einen unbekannten Ort. Super. Entdecke diesen einzigartigen Ort und enthülle ein weiteres Stück dieses rätselhaften Landesduells. XP. Ach so. Was wir machen könnten, das ist ein Wildschwein. Das sieht von weiter weg aus wie ein Flughörnchen. Na gut. Wir könnten mal gucken, was... Ich habe Fähigkeitenpunkte. Wie viele? 6? Okay. Boah, das ist so, ich weiß nicht, auf was soll ich gehen. Und, weißt du, keine Ahnung. Stellen Sie den Spritzer her, die physischen Schaden verringert, sowie das Risiko von einem Genie niedergeschlagen zu werden, hält 3 Sekunden an, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Stellen Sie den Spritzer her, mit der du schneller laufen, schwimmen und länger die Luft anhalten kannst. Oh, schneller laufen hört sich doch gut an, machen wir. Oder? Ja, letztlich will ich eh alles machen, von daher Wayne. Wir machen Gerätespezialist einfach, cause we fucking can. Wir machen jetzt auch das. Wir machen überall einen Punkt rein, dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite. So, was haben wir denn hier? Innere Stärke, teilweise gelehrte Gesundheitswerte regenerieren sich viel schneller. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Was, warum geht das nicht? Beende eine bewaffnete Eskorte-Aufgabe? Das finde ich aber scheiße. Das mag ich. Na gut. Kommen wir nur bis hier, macht ja auch nichts. Nein, wir haben jetzt ein bisschen Fähigkeiten gemacht. So, ich wollte mal gucken, was brauchen wir denn zur Herstellung von anderen Dingen. Wir brauchen für andere Dinge, wir brauchen Honigdachsfell 3 Stück. Alles klar, ich werde sowieso gleich wieder vergessen. Ich könnte mir das mal aufschreiben. Barafell. Bara ist ein... Ist das ein Esel? Das sieht aus wie ein Esel. Ambarfell. Barfell. Boah, es ist so viel einfach. Ich müsste mir eigentlich... Moment, ich mach mal vor. Ja, kurz. Können wir mal... Ja, so. Zettelchen holen, dann gucken wir mal kurz. Ich brauche gerade 3-mal Honigdachs. Okay. Dann brauchen wir nur noch 1-mal Baralfell. Ja, ich schreibe das jetzt falsch, aber das ist ja egal. Blöd ist, ich schreibe mir das auf, weißt du gar nicht, wie die Viecher nachher aussehen. Merke ich mir nicht. Ich brauche noch 1-mal Sambafell. Das kriegen wir in Rio de Janeiro, vermute ich. Müssen wir noch einen Flug buchen, alles klar. Ich brauche 2-mal Wildschwein. Oh, das Problem ist, ich habe so groß geschrieben, dass das jetzt schon voll ist. Das ist blöd. Naja. Ich brauche 3-mal Yak. Okay, was brauche ich noch so? 4-mal Wildschweinhaut. Na, das hättest du mir auch vorher sagen können. Dann machen wir 4 draus, ist kein Problem. Und wir brauchen auch 4-mal... Nee, Moment. Mal gucken. Ich habe hier eine 3. War 3 überhaupt richtig? Ah, wir brauchen 5-mal Jagdfell. Alles klar. Soll ja nicht langweilig werden. Ne? Panzer-Nashornhaut. Na klar, Panzer-Nashorn findet man an jeder Straßenecke. Da stehen die immer rum. Und fragen Passanten nach dem Euro. Das kennen wir ja natürlich. Out. Okay. Kann ich sowieso nicht lesen, aber es macht ja auch nichts. Königstigerfell. 2-mal Königstigerfell. Schreibe ich jetzt ganz nach oben. Tigerfell. Tigerfell reicht. Und 1-mal normale Schweinehaut. Alles Klärchen. Können wir zur Not auch einen dicken Mann nehmen. Da fällt nicht auf. Schweinehaut. Okay, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, was wir brauchen. Denn ich würde sagen, machen wir das heute? Ja, komm. Wir gehen jetzt ein bisschen jagen. Was gibt's denn hier so? Hier gibt's doch direkt die Sambas, verstehst du? Da gehen wir jetzt mal direkt hin. Wo habe ich mir den Wegpunkt gesetzt? Da hinten? Da oben? Ja klar, da oben. Warum auch nicht da oben? Ich weiß nicht, ob du das Zeug für die Arena hast. Ja, du bist doch doof, deswegen weißt du auch nichts. So sieht's nämlich aus. So, da muss ich mal gucken, wie komme ich da hoch? Wir wollen jetzt Sambars fangen. Oder auch jagen. Da müssen wir mal gucken. Ob wir sie nur fangen oder auch jagen, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Da komme ich hoch, alles klar. Wir haben hier lecker Blümchen, brauchen wir jetzt gerade nicht. So.
Dann gehen wir mal zu den Sambas. Ein bisschen dancen. Wie viel brauche ich davon? 2, 1. Okay, 2, 1. 2, 1. Einfach nur 2, 1. Boah, hier ruckelt es ein bisschen nur, weil hier auch die fette Party da unten abgeht. Ne? Muss man natürlich bedenken. Komischerweise... Ach, hier habe ich meine Sniper. Das ist geil. Die hatte ich gerade irgendwie nicht, als ich auf dem komischen Berg war, ne? Und ich habe übrigens doch... Na, so. Ja. Das war gut geworfen. Alter, war das gut. Nee. Scheiße, was mache ich jetzt? Sei lieb. Nason, sei lieb. Das ist Nason? Hallo? Es ist hinter mir her. Muss weg. Alter, bist du da? Alter Schwede, tut das weh? Macht das Schaden, alter Schwede. Ei. Alter. Ich wollte doch nur ein Freund von dir sein. Das war ein Liebesschuss. Kennt man doch. Wo ist das Nashorn jetzt hin? Ah. Zweites Arschloch. Okay, irgendwie. Habe ich das getroffen? Ich weiß, aber ich kann es ja verfolgen, kein Thema. Alter, wie viele halten denn diese Viecher aus? Ich meine, gut, das ist ein Nashorn, ne? Was erwartet man? Irgendwann ist gut, das hat eine ganze Granate gefressen. Okay, den habe ich, glaube ich. Habe ich ihn. Jetzt bleib doch mal stehen! Ey, das hat eine Granate gefressen. Keine Ahnung, ein ganzes Magazin von meiner Maschinenpistole. 3-4 Schuss von dem Ding. Es will einfach nicht sterben. Habe ich überhaupt die Waffen dafür? Hi. Oh, fuck. Bär. Oh, guck mal, der Bär jagt. Der Bär jagt mich! Der Bär jagt mich! Bär! Don't do it! Scheiße. Fuck. Kämpft. Ja? Ganz im. Oh, ich hab's getötet. Ja? Don't piss with me. Würde ich einfach mal sagen, ne? Don't fuck. Nein, ich kann das. Oh nein, ne? Kann ich das mitnehmen? Ich bin mir nicht so sicher, weil mein Rucksack ist, glaube ich, voll. Ja. Aber ich brauche einen Händler. Okay, eins habe ich schon mal gefunden. Nice one. Das wollte ich gar nicht haben eigentlich. Ich wollte diese komischen Viecher da haben, aber dann kam der Bär ja auch. Und hat ein bisschen gestresst. Aber das ist kein Problem. Wir machen heute mal eine kleine Jagdfolge. Ich versuche, die Folge wird eventuell ein Ticken länger. Ich werde mal versuchen, alles zu jagen. Was wir brauchen. Warum interessiert das die Bären nicht? Die dicken Tiere, was soll das für ein Scheiß? Ja, renn bloß weg. Ah, mir machst du lieber keine Faxen. Okay, er rennt weg, alles klar. So, wir müssen uns nämlich ein bisschen auch auf die Lauer legen. Alter, ich bin so weit weg von dem eigentlichen Ort des Geschehens, ja. Wo ich hin wollte, theoretisch. Ich muss ja diese Sambas fangen. Oh, guck mal, hier ist eine Leiche. Oh, guck mal, hier sind zwei Leichen. Oder die schlafen nur, das kann auch sein. Ich glaube, die schlafen nur. Alles ist gut. Keine Panik. So, wo haben wir sie denn, die kleinen Sambas hier? Sind da Sambas? Vor allem, warum hatte ich die auf dem Berg nicht dabei? Die ist sogar gesilenced, ne? Oh, oh. Scheiße. Ah, da hat es gerade ein bisschen geruckelt. Das ist nervig. Nervsch. Noch ein Nashorn. Oh, ich würde das... Da ist noch ein Nashorn. Alter, wie viele Nashorns. Warte mal kurz. Ja, wenn ich immer daneben schieße, ist super. Finde ich. Ist geil. Alter, ich bin behindert. Ach, ich bin nur behindert. Warum drücke ich denn ab? Jetzt habe ich hierfür auch keine Muni mehr, ne? Hammer nice. Jetzt muss ich da hinterher rennen und versuchen, die so zu töten. Hammer.
Richtig gut. Okay, das ist ein Händler. Ich hoffe, der bleibt da gleich noch eine Weile. Ich muss da nämlich gleich nochmal hin. Denn ich muss Sachen verkaufen und Sachen kaufen. Yes! Oh oh. Wer? Mach dich bloß nicht unglücklich und greif mich gleich an, ja? Ach, verdammt. Ah, kann doch nicht sein. Scheiße. Okay, ich hoffe, der Händler ist immer noch da. Wenn er jetzt weg ist, dann bin ich ganz traurig und ganz sad und überhaupt. Premium vorbereitet einfach nur. Richtig gut. Zum Glück habe ich das auch nicht spontan entschieden, jetzt eine kleine Jagdfolge zu machen. Zum Glück war das, also ist von langer Hand geplant gewesen. Möchte ich, also würde ich gerne behaupten, aber stimmt nicht. Na gut. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir hier runterkommen, ohne dass wir sterben. Das wird wahrscheinlich schon eine kleine Herausforderung. Ah, das könnte... Nee, das wird... Ah, nein, 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 nein! Schon ein bisschen die Knöchel angeknackst. Da. Jetzt sind wir hier unten. Also geht's runter zum Händler. Und hier ist auch so ein blödes Poster, was ich nicht mag. Und du bist Händler? Nein. Du Shop? Ja, Shop, Shop. Pistole? Ja, Leuchtpistole, die brauche ich unbedingt. So, wir verkaufen jetzt erstmal unseren ganzen Scheiß hier. Schnell verkauf. Wir haben nämlich auch noch einen recht kleinen Rucksack. Da bin ich gerade fett am überlegen. Zum Glück haben wir das noch. Brauche ich diesen ganzen Scheiß? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Naja, ist egal. Wenn wir uns mal unsere Munition nachfüllen, zack. Okay, mein Mund ist voll. Jo, hau rein. Wir brauchen Hilfe. Ja, ich weiß, dass ihr Hilfe braucht. Kann ich irgendwo klettern? Naja, sehe ich nicht. Na gut. Danke, dass du uns von Mins Propaganda. Ich weiß nicht. Besuche Rabbi Beirana für Propagandazentrumaufgaben. Boah, eigentlich das Spiel, das ist echt scheiße. Ich würde gerne eigentlich so gut, also auch die Nebenaufgaben alle machen. Andererseits würde ich sie gerne nicht machen. Weil ich möchte auch damit irgendwann fertig werden. Und wenn ich alles mache, habe ich die Befürchtung, ich werde im Dezember nicht mit diesem Spiel fertig. Oder bis Dezember. Moment, ne, war das nicht hier irgendwo? Da war es doch. Jetzt gehen wir erstmal wieder da nach oben. Habe ich mir eigentlich auch Granaten gekauft? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall glaube ich, ich werde bis Dezember sonst nicht fertig. Oder ich muss das anders machen, dass ich diese Nebenaufgaben alle in eine Folge packe. Ich weiß es noch nicht genau. Keine Ahnung. I don't know. I don't fucking know. Nein, ich komme da nicht hoch, verdammt. Okay. Kein Problem. Ich weiß nicht, ob das Tierchen da noch liegt, das wir getötet haben. Stirb, du Schwein. Nämlich ein Wildschwein. And this wild swine, das brauchen wir nämlich auch. Wir brauchen nämlich fünfmal, nee, viermal. Viermal Wildschweinhaut. Und aus dem Grund müssen wir... Hey! Behindertes Kackvieh. Greift mich das einfach an. Ich stehe hier einfach nur ganz geschmeidig und sag mal so, say hello. Ja? Und das greift mich direkt an. Ich meine, what the fuck geht ab mit euch? Meine Beutetasche, warum ist die schon wieder voll? Ja, das ist doch scheiße. Nee, das war der falsche Taste. Der falsche Taste, Junge. Was kann ich jetzt herstellen? Entweder Munition oder Spritzentasche. Ja, gut. Ich hätte gerne eine bessere Beutetasche. Deswegen sind wir nämlich hier. Ich brauche Sambas. Einen hatte ich getötet, dann kann ich 60 Sachen mitbringen, das ist schon ziemlich fett. Mittlere Munitionstasche, finde ich ziemlich geil, mache ich. Brauchen wir jetzt? Barafell. 3. Eins habe ich. 2 habe ich mir aufgeschrieben. Ne, 1 hatte ich mir aufgeschrieben, das heißt, wir machen einfach jetzt ein 3 draus. Ne, falsch. 4. Ne. 2, 5, 4. Ja, doch, 4. So. Ich muss mir das jetzt mal echt ein bisschen notieren. Wildschwein streiche ich noch nicht, weil wir haben noch nicht alle. So, jetzt muss ich gucken, wo waren das? Das war, glaube ich, hier oben, aber das ist weg, ne? Fuck. Das Spiel ruckelt da jetzt nicht so. War das hier? Nein. War doch? Nein. War doch? Nein. Okay. Wir gucken hier oben nochmal ein bisschen nach. Nein, da ist so nass. Ach genau, habe ich Granaten. Ich...
soll ich? Ich brauche ja eh noch eins, ne? Scheiße. Bleib still. Wo ist es hin? Ein Ninja Nashorn. Ah, da oben. Mann, bleib doch mal stehen. Ich hab Bock, so weit zu laufen. Oh, oh, es kommt. Oh, ich muss weg. Aha, verarscht. Hoffe ich. Alter, was war das denn? Ich bin mal kurz gesprungen, war ein bisschen... was zur Hölle? Warum bin ich gerade zurückgelaufen? Ein Wald voller... nein, im Wald ist es jetzt nicht unbedingt. Ein Berg voller Wunder. Gut, wir können etwas Neues herstellen, finde ich. Spitzomatico. Was können wir denn herstellen? Das hier? Sprengstofftasche. Gekauft. Schneeleoparden. Aha, aha. Drei Stück. Ich brauche nur zwei. Ich habe nämlich schon einen. Schneeleoparden. Okay, so, dann kann ich aber die Nashörner wegmachen. Warte, wo sind die Nashorns? Hä? Ach, hier, Panzernashorn. Hört man gar nicht, wenn ich das mache. Geil. Richtig geil. Aber das hat man gehört, als ich den Kugelschreiber geschmissen habe. So. Gut, aber eigentlich sind wir ja für die Sambas hier. Und die Sambas, da haben wir noch nichts gemacht. Wo ist jetzt meine Markierung hin? Markierung, wo bist denn du hin? Achso, hier irgendwo ist er. Hier müssten sie sein, die Samba. Aber die trauen sich manchmal nicht raus. Es sind doch recht schüchterne Tiere, diese Sambas. Oh, was geht denn da ab? Ich würde ja eigentlich gerne mal... Badabum machen. Aber wir sind ja hier zum Tierejagen. Und nicht zum Menschen töten. Wo sind die denn, die Viecher, ey? Gerade war alles voll, ja. Und jetzt sind sie alle weg, ey. Das ist doch scheiße. So, hier habe ich doch bestimmt einen scheiß Spot erwischt, um zu gucken. Da ist ein Vogel, den brauche ich nicht. Ja, schön, dass er markiert wird. Freut mich total. Oh ja, aber nicht. Hm, manchmal finde ich es blöd. Du läufst in diesem Revier rum, findest nichts einfach. Ja? Okay, hier bin ich in der friedlichen Zone. Ich möchte trotzdem mit Waffe rumlaufen. Einfach, weil ich ein Bad Boy bin. Wo seid ihr denn, die kleinen Sambas? Und zu mir. Dann können wir eine Runde spielen. Ach, kommt schon. Der Schweine gehört. Schweine? Die Typen sind komischerweise auch weg, kann das sein? Ja, da guck ich nur. Keine Ahnung. Eigentlich, ich glaube, die sind weg, weiß ich. Was sind sie denn? Hier gibt es denn nichts. Hier ist auch irgendwie komischerweise gar kein Tier mehr am Start. Wahrscheinlich alle gerade in einer Versammlung oder so. Oh. Ah. Hi. Nashorn. What's up, man? Eigentlich ein bisschen komisch, dass die hier so rumlaufen. Aber gut. Hyrat ist halt ein Land voller Wunder. Was? What the fuck? Was war das jetzt? Boah, was will der denn von mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich lauf doch hier nur rum. Ich bin doch so voll der Spaziergänger-Typ und so. Oh, aua.
Ich muss sagen, ich bin schon weit gekommen. Also ich habe immerhin schon hier das Nashorn. Na, also, ne, das, ja, das habe ich schon. So, ich würde mal sagen, ich habe ja eigentlich nichts zum Verkaufen, ne? Also, aber Munition können wir uns mal holen. Ich brauche immer noch Samba-Fell. Sag mal, das kann doch nicht sein. Ich wollte Samba-Fell haben, habe aber Nashorn geholt. Das ist doch wohl unglaublich. Ist das doch wohl. Mann. Wo bin ich denn schon wieder eigentlich? So, ich glaube, das war das Ziel lang. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube schon, aber da komme ich auf jeden Fall hoch. Ah, doch, hier komme ich auch hoch. Alles klar. So, und klettern wir mal hier in den Hof. So. Okay, dann klettern wir hier hoch. Das ist aber ein sehr elastisches Seil, muss ich sagen, also. Ach scheiße, ach so. Das ist nur dafür da. Alles klar. Oh. Warum geht das nicht? Ich wollte eigentlich gerade abspringen, aber zum Glück habe ich es nicht gemacht. Das wäre fatal. Nee, Moment. Wäre fatal in die Hose gegangen. Ich muss ein bisschen höher kommen. Ich hoffe, ich kann da unten hochspringen. Nein. Okay, es klappt wohl nicht. Hi. Bin ich irgendwie hoch? Nee. Scheiße. Doch, irgendwie muss das doch gehen, dass man dann da so sich hochschwingen kann, oder? Das geht 100 pro. Hallo. Kann ich mich einfach runterlassen? Ja. Okay, hier ist falsch. Boah. Ohne Witz, ne? Ich will nur so ein paar Sambas haben, ey. Also eins, nee. Doch eins erstmal. Mehr als eins brauche ich gar nicht. Aber irgendwie. Ich hatte ja eins, dann wurde ich getötet. Das fand ich nicht so geil irgendwie. Aber gut, machst du nix. Wildschweine wäre noch geil, da brauche ich mich auch noch welche. Zwei Stück? Nee. Hier. Nee. Zwei. Aber schon zwei. So, mal gucken, vielleicht sind hier neue Tiere gespawnt. Okay, man muss sich auf jeden Fall merken, dass diese Nashörner ziemlich arschige Viecher sind. Und sich einfach hinterrücks attackieren. Was habe ich mir da markiert? Was ist das für eine Markierung? Ah. Okay. I'm understand. Ja, eigentlich auch nochmal. Ah, ich weiß nicht. Sind die vielleicht hier unten? Also sehen tue ich nichts, ehrlich gesagt. Ohne Spaß, das ist doch blöd. Das ist im Grunde so eine ganze Folge, ne? Die. Weiß nicht, also das mit dem Jagen ist eh immer so ein bisschen, naja, aber es ist halt nur ein Spiel. Kann man mal machen dafür, dass man dann bessere Ausrüstung oder mehr Ausrüstung und besser und alles supi. Problem ist nur, wenn man dann hier rumläuft, ja, man ist in diesem fucking Gebiet und man findet diese fucking Tiere einfach nicht. Weil die einfach mal nicht da sind. Das ist schon leicht blöd. Würde ich einfach mal so sagen. Ich sehe aber echt überhaupt kein Tier. Ich sehe überhaupt gar kein Tier. Das ist im Grunde ja das Schlimme daran. Ne, das ist nur ein Baum, ne? Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Na gut. Doof. Würde ich mal sagen, Pech gehabt. Wobei, ein so ein Vieh will ich jetzt noch haben. Also ein so ein Samba will ich jetzt haben. Koste es, was es wolle. Boah, jetzt muss ich doch irgendwo noch kriegen, ey. Das kann doch nicht wohl dein Ernst sein. Schau mal da hinten hin. Vielleicht ist da noch eine. Und da noch welche. Da ist hier so ein Drecks-Nashorn. Das ist auch so ein Nashorn. Wollt ihr mich verarschen? Nashornception oder was?
Alles cool, Bros. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Lauf einfach in eurer Mitte durch. Alles ist gut. Kein Stress, kein Stress. So, okay. Haben wir hier vielleicht so ein komisches Vieh, so ein Samba-Ding? Irgendwie auch nicht. Aber warum? Ist was, da ist was. Aber es hat mich, glaube ich, gesehen, deswegen rennen die jetzt weg, kann das sein? Scheiße. Da hinten. Da habe ich es gesehen. Zumindest das Geweih. Ich muss halt jetzt ein bisschen versuchen, vorsichtig. Ne, ich habe jetzt keine Zeit für Karma-Ereignisse, ja, bitte. Ja. Vorsicht. Ja. War das gerade ein Wolf? Habe ich getroffen? Ich glaube, ich habe getroffen. Wäre bestimmt gleich von irgendwas weggefickt, einfach nur. Boah, ich bin schon auf dem Zoom dran. Jetzt habe ich vorbeigeschossen, ja. Aber ich glaube, das war auch nur ganz knapp. Aber ich laufe mal hinterher einfach. Bin ein bisschen aufdringlich, laufe ich hinterher und sage, ich möchte euer Freund sein. Vielleicht. Oh, shit. Das war doof. Egal, wir laufen trotzdem hinterher, ich bin schneller. Okay, ich bin vielleicht nicht schneller, aber ich bin... Ja, ich bin besser als... Ja, erstmal schön überall so einen kleinen, ne, ein bisschen drumherum schießen, das ist immer super. Guck mal, dann sind wir... Ja, können wir auch beim nächsten Mal zu Yogi gehen. Also das Ding, ich mach das doch nicht mit allen Jagen, das ist zu blöd. Aber ich will zumindest so ein Ding noch schnell haben. Man könnte mal aufhören jetzt zu rennen. Ist ein bisschen anstrengend hier, ja. So, warte mal kurz, da holen wir die Sniper nochmal raus. Boah! Spack doch nicht mit deinem Kopf so rum, ey. Schlosch mit dir. Nicht, dass die mich angreifen. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Samba, das ist dieses andere komische Ding bestimmt. Das ist ein Baral. Nee, doch, das ist Samba. Samba, Samba. Eine Beutetasche. Herstellen. Und dann brauchen wir nochmal Schweinehaut. So, hauen wir uns nochmal dazu. Brauchen wir nämlich insgesamt jetzt 4, aber wir haben schon eigentlich nichts geschafft, aber egal, das verschweigen wir jetzt einfach. Ist ja auch. Ich dachte gerade, das wollte mich angreifen. Ich höre da einen Bären. Das ist für mich die Zeit zu gehen. Weil hier ist ein Poster, was ich nicht so gut finde. Da muss ich direkt mal sagen, ich springe hier auch direkt auf die Säcke oder was auch immer das war und ich finde es nicht gut. Also wirklich nicht. Nee. Ich finde es nicht so gut. Was haben wir hier eigentlich? Irgendwas Geheimes. Wir haben mal direkt eine andere Waffe raus hier und laden auch direkt mal nach, was ich gar nicht muss, aber ist egal. Büros der Rochan Ziegelfabrik. Aha, hier wird doch bestimmt illegal Ziegel hergestellt. Können wir mir nicht erzählen hier. Da liegen Streichhölzer. Ein eindeutiges Indiz. Naja, gut. Aber ich möchte euren illegalen Geschäften jetzt mal nicht weiter auf die Pelle rücken. Denn ich beende diese Folge und wir werden in der nächsten Folge, ich glaube... Ja, wo werden wir denn hingehen? Ich weiß es noch nicht genau. Was ist hier denn? Ach, hier haben wir noch Wildschweine, natürlich. Was machen wir denn? Wir haben auch die Longinus-Dinger noch, ja. Da müssen wir aber wieder zum Berg. Da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, aber ich glaube, wir machen das trotzdem. Ja, wir haben noch das, ist auch eine DLC-Mission. Aber ich glaube, wir machen das erstmal als nächstes. Ne? Wir haben ja noch einen. Wir haben so viel noch zu tun. Die ganzen Türme. Hätte ich einen Gyrokopter, wie gesagt, dann würde ich die ganzen Türme einmal abfliegen. Dann würde ich sie einmal machen. Und dann ist gut. Hätte ich dann noch einen Gyrokopter, würde ich dann natürlich noch eine Folge machen, wo ich alle hier, ne, mache. Wisst ihr Bescheid? Haben wir aber nicht. Müssten wir uns vielleicht mal wiederholen. Ich weiß nur nicht, ob er da ist. Das ist das Problem. That is the problem.
Aber das Problem wird irgendwann bestimmt mal gesolved, indem wir uns einfach einen Gyrocopter holen. Irgendwo, wo es einen gibt. Ja. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Und in der nächsten Folge gehen wir zu Yogi und Reggie, mal gucken, was die für uns haben. Haut rein.